Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal erläutern, wie Google seine Werberichtlinien definiert. Warum hat Google überhaupt Werberichtlinien? Nun, das liegt insbesondere daran, dass Google ein Interesse daran hat, dass die Werbung, die geschaltet wird, den Nutzer einer Suchmaschine nach Möglichkeit nicht stört. Werbetreibende hingegen haben eben das Interesse, dass möglichst viele Klicks auf ihre Anzeige generiert werden und sie möchten natürlich, dass sich die Anzeige von anderen hervorhebt. Und deswegen gibt es redaktionelle Standards. Zum einen eben, dass sie in eine Anzeige in die Überschrift nicht mit Lettern schreiben dürfen. Wahnsinnspreise, jetzt kaufen, billige Blumen, so etwas in Lettern geschrieben, ist eben nicht erlaubt. Sie können immer nur dann Lettern verwenden, wenn Sie Abkürzungen haben, die tatsächlich dann auch so geschrieben werden. Das heißt, daran müssen Sie sich entsprechend halten, sonst wird die Anzeige auch von Google gesperrt. Ein weiteres Beispiel ist, dass Sie Telefonnummern in eine Anzeige schreiben, in den Titel beispielsweise. Auch das ist nicht erlaubt. Es gibt dafür in Google AdWords eine Anzeigenerweiterung, die Sie definieren können und die dann Google zu einer Anzeige hinzuschaltet. Aber Sie dürfen das nicht selbst in die Anzeige reinschreiben. Auch Wortwiederholungen sind nicht erlaubt. Also sowas wie in den Titel zu schreiben, Angebote, 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 ist eben nicht besonders zielführend, weil sie ja innerhalb der Anzeige auch Inhalte platzieren sollen, damit die Kunden wissen, okay, worauf komme ich denn, wenn ich hier draufklicke? Und Angebote, Angebote, Angebote ist eben dann keine thematische Umschreibung von Ihrem Produkt. Das Ganze könnte man eben auch so machen, wenn Sie sagen, kostenloser Hypothekenrechner und dann schreiben Sie das dreimal in die Anzeige rein und mehr Text ist da nicht. Auch das funktioniert natürlich nicht. Also das sollten Sie vermeiden, sonst wird die Anzeige eben von Google auch gesperrt. Symbole ebenfalls, also Herzchen, Sternchen und so weiter, darf man nicht. Es sei denn, das gehört zu einer allgemeingültigen Schreibweise. Also 5-Sterne-Hotel, dann können Sie auch das Sternchensymbol in dem Moment verwenden, weil das eben entsprechend auch akzeptiert ist als Schreibweise. Oder Wortabstände, also Sonderschluss Verkauf und dann den Verkauf groß und jeweils ein Leerzeichen dazwischen, auch das dürfen Sie eben nicht. Und es gibt weitere redaktionelle Standards, die kann man sich eben in der Google-Hilfe auch anzeigen lassen. In der Regel ist es aber so, wenn Sie wirklich versuchen, Ihre Anzeige in der Anzeige zu beschreiben, was Sie anbieten, dann ist alles gut. Nur wenn Sie eben versuchen, tatsächlich nur deswegen etwas zu schreiben, damit sie Klicks generieren und das nichts mit der Beschreibung ihres Produktes zu tun hat, nur dann werden sie in der Regel auch gesperrt.